Ich glaube, ich schiebe das jetzt erstmal noch mal besser runter, damit die dann eher an ihre Waffen kommen. Hat der jetzt eigentlich das schon? Nein, noch nicht. Okay. Ist noch verschlossen. Also das Armeelager machen wir jetzt erstmal hier unten. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt die ganzen Leute hinkriegen. Aber die sind hier halt hier alle noch fleißig am Bauen. Aber leider, ich glaube, wir haben doch verkehrt angefangen. Da passiert jetzt momentan gerade gar nichts mehr. Ja, ich war wieder viel zu schnell. Am besten am Anfang erstmal Holz bauen, Stein bauen, Lager bauen. Alles einlagern und dann Stück für Stück das andere bauen. Ah ne, die Jägerhütte wird jetzt gebaut, okay. Die ist fertig. So, doch, es passiert doch noch was. Das will ich hier auch eine Wohnhütte, oder? Nee, da wird die Bäckerei gebaut. Hier Wohnhütte, da passiert auch momentan gar nichts. Ja, ich habe aber glaube ich viel zu schnell. Das dauert jetzt ewig, bis die jetzt alles haben. Was ist da? Ware fehlt, Rucksack. Hä? Rucksack für wen? Aha. Für ein Kurier. Aha. Naja, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wird schon hinhauen. Dauert zwar, aber Johnny einfach beim nächsten Mal ein bisschen langsamer. Jutta, aber mir fehlen immer noch, wo sind die ganzen Soldaten, verdammt? Ich habe sie doch ausgewählt, aber die kommen nicht. Aber ich denke, die haben alle zu tun. Und da das Wohnhaus noch nicht fertig ist, hier unten, wird es natürlich auch noch dauern. Bis wir da welche anfordern können. Weil wir haben null Arbeitslose, das heißt, es kann gar keiner eingestellt werden. Also wir haben halt überall die Abhängigkeit voneinander. Was natürlich auch cool ist. Weil dadurch werden natürlich solche Spiele interessanter, weil man ein bisschen nachdenken muss, nicht einfach nur bastelt und fertig. Nein, man muss auch ein bisschen nachdenken und das ist auch das Geniale. Aber der Johnny ist halt einer, der was ab und zu ein bisschen schneller ist. Man kennt es ja auch von Zerhander. Nee, da wartet er nicht, sondern muss gleich schießen und wundert sich, wenn er hinterherlaufen darf. Ja. Das Einzige, wo er die Ruhe weg hat, ist beim Fahren von ETS 2.
Da versucht er wirklich sauber und vernünftig zu fahren. Entschuldigung. Oh, ja, ich dachte, das ist ein bisschen spät. Ich habe versucht. Also, ihr müsst wissen, es ist Montag, der 28., wo ich jetzt die Aufnahme mache. Und ich habe versucht, den Blutmond für euch aufzunehmen, aber irgendwie hat es nicht hingehauen. Es war zwar super zu sehen, aber leider Gottes hat eine Kamera dann im Mix gespielt und doof. Naja, auf alle Fälle war ich halt die ganze Nacht auf, um euch dort zu zeigen oder mir das selber mal anzuschauen, was halt eine interessante Sache ist. Aber so was erlebt man nicht immer. Aber ich muss sagen, schon irgendwie ein überwältigender Anblick. Haben wir jetzt noch nirgends ein Lager stehen oder irgendwas? Das ist ja dann auch doof. Was wird denn hier gebaut? Mühle, Steinmetz. Ja, der Steinmetz ist noch nicht einmal fertig, ja, und das ist nämlich das Problem. Wo ich hab. Jetzt passt mal auf, wir können ja jetzt erstmal, dass wir erstmal Planken kriegen. Wo ist jetzt der Block? Holzblock. Den schalten wir jetzt erstmal aus. Jetzt da erstmal nichts mehr produziert an Dingen, jetzt werden erstmal nur Stämme gebracht. Weil die brauchen wir ja auch. Hier haben wir noch keinen. Können wir keine Antwort, dann nein. Kann man da Priorität ein bisschen höher setzen? Nein, kann man nicht. Was will ich da? Auch eine Wohnhütte. Ja, uns fehlen die Wohnhütten. Die müssen jetzt anfangen, die Wohnhütten zu bauen. Ansonsten haben wir hier ein kleines Problem. Sonst muss der Johnny neu anfangen mit der Mission. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich habe da einen Fehler gemacht und da müssen wir beim nächsten Mal neu anfangen. Ich war einfach wieder mal zu schnell. Und deswegen funzt das jetzt nicht so. Oder jetzt warten wir mal. Da laufen jetzt gerade welche. Nee, die bringen da nichts runter. Wir brauchen die Wohnhütten, damit wir mehr Leute kriegen. Bäckerei geht auch nichts. Ja, okay, also Leute, das war's erstmal für heute. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal und beim nächsten Mal machen wir es besser. Ja, solche Fehler dürfen vorkommen. Ist ja auch ein Spiel. Bis dann. Tschüss.